Zweijährigen Projektes, das heißt mit den Augen der anderen, das uns mit dem Teatro Alexandria verbindet. Und unser Interesse an dieser Kooperation war vor allen Dingen, den arabischen Frühling, das die wunderbare Kultur Ägyptens, ein bisschen für unser junges Publikum hier näher zu bringen. Deswegen stehen beide Stücke, die Sie heute sehen, unsere Austauschstücke, unter dem Motto Freiheit. Wir hatten uns vorgenommen, zwei Märchen oder Sagen aus unseren Kulturkreisen auszutauschen. Wir haben uns sehr gefreut, dass die ägyptischen Kollegen sich aus vielen verschiedenen Vorschlägen für Wilhelm Tell entschieden haben. Wir selbst haben uns entschieden für ein arabisches Haremsmärchen. Das erste Stück hat einen anderen Namen, das heißt nicht Wilhelm Tell, sondern Der erste Schritt, von einem jungen ägyptischen Team erarbeitet. In der Regie von Mohammed Abdelkader und Mohammed Al-Hagrassi. Das zweite Stück ist eben dieses Man, König Hamlet und das furchtlose Mädchen. Geleitet durch diesen wunderbaren Schnabel-Dramaturgin Anne Richter, die immer Ägypten und Deutschland miteinander verbunden hat und hin und her gereist ist. Ich wollte nie ein Mörder werden. Aber ich habe geschworen, dass mein zweiter Pfeil für das Herz von Gessler bestimmt ist. Ja. Eine weitere große Bereicherung und Überraschung für mich war einfach die sehr hohe Musikalität der ägyptischen Kollegen, die sie immer und überall mit einbringen und wo jede Pause und jede Sekunde Musik gemacht wird, wenn mal eine Leerstelle entsteht. Das ist eine wunderbare Art, miteinander zu kommunizieren, die ich so intensiv noch nie erlebt habe. I've been in Mannheim the last year joining Schnabel Theater. I was joining in King Hamlet and the Fearless Girl as an actor, storyteller, translating into Arabic. And that was a very pretty, beautiful experience for me, knowing people, new people, and they became my friends. Als Wilhelm Tell nach Hause kam, merkte And that was like a universal language that we use to speak the same language, even if we don't understand the words, but we get what they feel and what they think. And with the performance telling Wilhelm Tell and how it matches with the concept of resistance and the issue in Egypt now, very connected, very precise. والتفاحة دي خليها ذكرى عشانك وما تنساش والتفاحة دي خليها ذكرى عشانك وما تنساش انك تبدأ أول خطوة ومهما يقولوا ما تستناش ما تستناش Artistically, it is our story. Die Geschichte von König Hemet Ben Batachra und dem furchtlosen Mädchen. حكاية الملك حامد بن بطحرة والفتاة الشجاعة. Woher kommst du, Fremder? Meine Heimat liegt im Osten. Aus diesem Land von diesem verrückten König Hamlet, der alle Frauen raufgeschmissen hat. Ja, berichte mal, Fremder, wie es in diesem sonderbaren Land zugeht. Also mich macht dieser verrückte König ja neugierig. Scherifa, ich werde sein Land besuchen. Was? Und ich werde in seinem Hause Umschau halten. Wo ist er doch dort? Oh, dieser herrliche Blumenstand. Rosen, Nelken, Veilchen. König Hamlet, dort könnt ihr euch ein Weilchen vergnügen, während ich kurz zum Waffenhändler gehe.
Schrieb, Robert Maschine, hallo, komm dir Hand, bis dann. Die Prinzessin schwamm flinker als ein Fisch. Mühelos entschlüpfte sie ihnen und mühelos erreichte sie ihr Schiff. Und die Seeleute zogen die Segel auf und stachen in den See. Haben. Merda Zaeri hat schon als erstes im September das geschafft, diese beiden Stücke in einem Poster zu fassen, was auch noch in Mannheim und Alexandria hing und in beiden Städten Aufmerksamkeit erregt hat. Und wir drei sind dann losgestartet und haben gesagt, jetzt starten wir noch das große Projekt und fassen das Ganze, beide Geschichten in ein Bilderbuch zu lesen, von beiden Seiten, in beiden Sprachen. Okay, 1, 2, 3. Geplanten Inszenierungen ist im Rahmen von Mit den Augen den Anderen noch eine dritte Inszenierung entstanden. Und zwar haben wir hier im Schnabel schon länger vorgehabt, mit dem Regisseur Daniel Pfluger eine neue Wilhelm Tell-Fassung zu schreiben, zu erarbeiten für Jugendliche. Man muss sie einfach abschießen. Hey, Mubarak! Das bringt nichts. Warum nicht? Dann macht sein Sohn weiter, bleibt alles beim Alten. Dann knallen wir den auch ab und noch ein paar andere dazu. Wir? Was soll das? Wovon redet ihr? Dadurch, dass dann die Ägypter auch für die Tell-Legende entschieden haben und ich dreimal dort war und ich auch mit Andrea Gronemeyer so viel über Ägypten diskutiert habe, haben wir diese ganze Auseinandersetzung, die Aktualität des Tell-Stoffes so hautnah erlebt und das wiederum an den Regisseur Daniel Pfluger und den Autor Atte Bond herangetragen und immer so lebendig erzählt und so, bis irgendwann der Autor Atte Bond sagte, das ist es. Wir leben in einer Demokratie, jeder darf seine Meinung haben. Sie spielen ein Spiel. Wie heißt das Spiel? Und ich sage Ihnen, schlussendlich wird dieses Regime fallen und dann werden Sie zur Rechenschaft gezogen. Durch diese dunkle Straße muss er kommen. Es führt kein anderer Weg zu seinem Haus. Und daraus ist dann wirklich ein neues Jugendstück entstanden, eine Uraufführung, Tahir Tell, die jetzt am gleichen Wochenende wie die beiden Inszenierungen mit den Augen der Anderen zur Uraufführung gekommen, sodass wir innerhalb von 2 Tagen 3 Premieren hier im Schnabel hatten und damit das Projekt abgeschlossen haben.